Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute wieder von der Gallenberg V2 in meinem Selbstversuch hier mit realistischer zu spielen. Wir sind heute wieder am Landhof hier und ja, ihr seht's, ich bin nochmal raus mit dem Güllefass. Hab hier ein bisschen was gearbeitet und zwar sieht es nämlich wie folgt aus. Ich habe die 86 auch noch ein bisschen Gülle geballert. Ich war ein bisschen verwirrt. Ich bin wieder aufs Feld gefahren und dann hat er mir hier vorne gezeigt, dass ich 200 Kilogramm jetzt nun doch ausbringen soll. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Also die Fahne war tatsächlich auf 200 und nicht so wie beim letzten Mal auf roundabout 60. Hat wahrscheinlich was mit dem Untergrund zu tun. Jetzt war ich mir nicht sicher. Kurzum, ich habe auf die automatische Ausbringmenge umgestellt. Ist vielleicht auch mal ganz interessant, so den Vergleich zu sehen, händisch, automatisch, was da passiert. Des Weiteren seht ihr, habe ich hier noch ein kleines Stück übrig, allerdings ist mein Fass jetzt leer und ich glaube, ein Landwirt würde jetzt nicht extra nochmal losgehen wegen so, keine Ahnung, 10 Quadratmeter. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Nun gut, dann würde ich sagen, haben wir das Feld vorbereitet. Mein logischer Schritt, ich kenne mich na klar nicht aus, wäre jetzt das Ganze unterzugrubbern bzw. zu pflügen. Das ist die Frage aller Fragen. Beziehungsweise könnte man auch, na, was haben wir denn? Wartet mal. Wir planen kurz gemeinsam durch. Wir müssen in unseren Fuhrpark kurz schauen, was wir denn überhaupt da haben. Wir haben die Horsch. Ist die Horsch eine Direktsaat? Halt. Lass uns mal ganz kurz ins DLC reingucken, was denn die Horsch eigentlich so ist. Mit einer Sämaschine können Früchte wie Weizengerste blablabla. Diese Sämaschine bietet zudem die Möglichkeit der Direktsaat. Ah ja, guck mal. Dann könnten wir doch das jetzt machen, oder? Heißt, wir reißen, also, ne, Laiensprache, wir reißen das Material auf, legen es in der Reihe, bringen das Korn rein und ziehen hinten dann wieder zu. So lüge ich mir das gerade mal irgendwie zurecht. Das würde ich sagen, das gehen wir heute mal gemeinsam an. So, dann bringen wir das nochmal zurück. Und des Weiteren, ja, es ist soweit. Ihr findet nun in der Videobeschreibung die Modliste, was ich hier alles verwende. Allerdings muss ich auch hier gleich direkt einen kleinen, wie sagt man da, Disclaimer raushauen. Es ist na klar so, ich bin PC-Spieler, also verwende ich natürlich auch ganz, ganz viele Sachen, die am PC funktionieren und im Gegenzug halt auf der Konsole nicht. Das dürft ihr mir nicht nachsehen. Ich rate natürlich immer, sofern es möglich ist, finanziell, ne, zum PC wechseln. Verschuldet euch nicht. Heutzutage ist eh das Motto immer, ne, man kann sich überall zu jeder Zeit alles leisten. Aber was dabei dranhängt, dass du da dann Ewigkeiten zahlst und gegebenenfalls Schufa-Eintrag oder was da damit zusammenhängt, ne, lasst euch da nicht drängen. Wichtig ist, dass ihr Spaß am Spielen habt und ob da jetzt eine Mod funktioniert oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber nun gut, es ist halt so, dass ich am PC viele Skripte verwende, die das Ganze hier na klar ein bisschen realistischer darstellen lassen, von den Funktionen her. Und deswegen werdet ihr in der Modliste ganz, ganz viel sehen, nur für PC. Da kann ich nichts dafür, ne? Deswegen kein Wutanfall gegen mich. Ich spiele es halt, aber naja, wie gesagt, ich kann da nichts dafür, dass die für die Konsolen die meisten nicht bereitstehen. So. Ja, ich bin gespannt, ob der Deutz das Ganze packt. Das wird jetzt auf jeden Fall spannend werden. Ich meine, die Horsch ist hier drin in dem Unterstand.
Ja, wie immer gilt, na klar, ne? Ich bin mir nicht sicher, wie die ganzen Bearbeitungsreihenfolgen sind und so weiter und so fort. Das ist halt so, ich arbeite mich in das Ganze rein. Ne? Habt Geduld mit mir. Der Spaß soll weiterhin im Vordergrund stehen. Und wenn es dann mal nicht so 100% ist, dann seht's mir nach. So, Handbremse. Gut, dann gehen wir mal zum Händler und holen uns ein bisschen Saatgut. Es macht einfach Spaß. Es ist einfach ein komplett anderes Spielerlebnis. Das kann ich nur jedem empfehlen, mal so einen kleinen Schritt zu wagen. Ich habe na klar hier den einen oder anderen, zum Beispiel den Shomi, ne, Grüße gehen raus, der mich da so ein bisschen begleitet. Excel erklärt mir da auch ganz viel. Und es ist halt auch wie in der Schule, ne? Seien wir ehrlich, wir können uns auch nicht alles beim ersten Mal merken. Man macht halt mal wieder einen Fehler. Ja, und lernt dann draus. Und so ist es hier halt auch. So, 10 km/h dürfen wir hier fahren. Diesmal preschen wir nicht mit 30 drüber. Ja, das hat, lasse ich jetzt noch am Anfang so ein bisschen an, während der ganzen Übungsphasen. Ab und zu habe ich es schon ausgeschaltet. Aber ich mag schon, dass ich hier und da noch so einen kleinen Schulterblick brauche. So, reicht das schon? Ein bisschen sauber hinfahren, dann geht's wohl. Hallo? Ich komme da gar nicht so gut hin. Oh nein, ich habe die Tür vergessen. Okay, das heißt, wir drücken mal kurz die Horsch hinten ins Eck rein und dann fahre ich ein bisschen seitlicher hin. So einfach hier. Da wäre das Rohr vielleicht ein bisschen weiter raus gar nicht so verkehrt gewesen. So, jetzt müsste es aber gehen. Warum spuckt der nur so ein bisschen ab? Reicht das immer noch nicht? Echt jetzt? Na, ich muss mal kurz gucken. Ja, beruhigt euch. Ja, es tut mir leid. Ihr müsst jetzt halt nochmal eure Kommentare abändern. Ohne Moos nichts los. Es tut mir leid. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab nicht gesehen, dass ich kein Geld im Geldbeutel hab. Heimat, sagt man. Irgendwas ist halt immer. So, jetzt aber 2800 für 2,2. Gut, auf geht's. Heimat, sag Moment, hat mir Hannelore kein Geld in der Gelbe Neidau.
Halleluja. Ja, die Modliste, ich habe jetzt nicht gerade drauf geachtet, dass sie super duper schön aussieht. Ne? Sie ist relativ einfach gestrickt. Ihr werdet sehen, wir haben einen Bereich, das sind, ja, ich habe es glaube ich Gameplay genannt. Da sind natürlich diese ganzen Skripte drin, wo das Ganze hier etwas realistischer machen. Schnell die jetzt so, bevor sie niedergemacht wird. Und des Weiteren habe ich dann Traktor, Anbaugeräte. Anbau bedeutet jetzt nicht für mich hier ansehen oder so, sondern einfach alles, was ich hinten angebaut habe. So ein bisschen Zubehör und dann noch solche Sachen wie Sim-Dashboard, ne, so extravagante Sachen, wo ja, vielleicht nicht jeder braucht. Aber im Großen und Ganzen findet er das meiste im Mod-Hub. Hier und da ein bisschen was auf der Modding-Welt und Forbidden Mods und dann ist aber auch schon gut. Ich habe mich ja hier relativ zurückgehalten. Ich glaube, es sind so circa 50 Mods, was ich jetzt hier drin habe. Also wirklich sehr, sehr gering gehalten. So. Jetzt müssen wir uns, na klar, hier ein bisschen orientieren. Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal hier so ein bisschen in der Mitte an. Muss ich hier irgendwas ausklappen? Jo. Ich mache mal zur Sicherheit mein Hilfefenster an. So, dann müssen wir reingucken in den Fruchtkalender. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas mit Stroh. Das werden wir auf jeden Fall brauchen und etwas, was im Idealfall schnell verfügbar ist. Dann würde ich fast schon sagen, wir machen ein bisschen Gerste. In der Hoffnung, dass das passt. So. Ich glaube, mehr braucht es nicht. Gucken wir mal, ob das soweit funktioniert. Ich fahre jetzt einfach mal so orientierungshalber in diese Richtung. Wahrscheinlich wird es von der Bodenausrichtung nicht stimmen. Ich habe jetzt bei mir keine vermehrten Bodenwinkel drin. Nur mal so an der Stelle gesagt. Ihr findet bei mir auf dem Discord auf jeden Fall eine Anleitung dazu für PC-Spieler, damit ihr mehr Bodenwinkel reinbekommt. Mir persönlich, ich brauche es nicht, mich stört es jetzt nicht, aber wie gesagt, feel free, um euch die Karte dann vollends so zu machen. Sonst hätte ich wieder zwei Versionen gebraucht, ne, für Konsole und für PC und so. Brauche ich persönlich immer nur an einer arbeiten, fixen und so weiter. Und nicht an unterschiedlichen. Na, das ist halt das Potenzial dann wieder groß, dass man wieder irgendwas übersieht oder vergisst, wenn man an zwei Versionen arbeiten muss. So, lass mal gucken, wie das aussieht, ob unser Gerät gut tut. Ja, wir sehen auf jeden Fall, die Ausrichtung stimmt noch nicht so ganz, aber Gerste ist auf jeden Fall drin. So. Wir wollen ja lernen gemeinsam, ne? Was kann ich jetzt hier rauslesen noch zusätzlich? Ich habe hier eine niedrige Saatstärke. Weiß nicht, ob ich die erhöhen müsste. pH-Wert. Bodenarten, Bodenproben, Stickstoff. Das sehe ich jetzt auf die Schnelle nichts. Fruchtfolge, also hier muss ich mich auch mal noch durchkämpfen. Na, wir halten mal uns so einen Plan fest. Und dann werden wir das schon hinkriegen, gemeinsam. Ist na klar ein bisschen schwieriger mit so einer gezogenen Drille. Als mit einer, die ich einfach ausheben kann und gut ist. Aber wir wollen es ja hier nicht einfach haben, sondern es darf ja auch gern ein bisschen schwieriger sein. So, ja, ich denke mal, wenn man hier sich ein bisschen Zeit lässt, so ein Landwirt, der ist da glaube ich schon so einen halben Tag auf so einem Feld.
Könnte ich mir gut vorstellen. Ich orientiere mich jetzt einfach mal an meinem linken Reifen am Rand, wo wir noch nicht gearbeitet haben. Ich glaube, das könnte so ungefähr hinkommen. Oh, das war es, glaube ich, soweit ganz gut. Ist auf jeden Fall ein schönes Gerät. Also ich persönlich, wenn ich das hier noch kurz anmerken darf, das Horsch DLC gefällt mir sehr gut. Für knapp 10 Euro, glaube ich, gerne über meinen Code YOGI. Würde mich sehr freuen, würde mich ein bisschen unterstützen. Euch kostet es nicht mehr. Sei mal an der Stelle gesagt. Ja, ich glaube 14 Fahrzeuge für 10 Euro, da könnt ihr selber ausrechnen, was da ein Fahrzeug kostet. Und da sitzen Leute dran, die das bearbeiten. Deswegen finde ich es ein bisschen ungerecht, wenn dann Leute sagen, nee, also das ist nicht fair. Die Karte, die wurde konvertiert. Irgendwie stürzen sich alle nur auf diese Karte, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Für mich ist die Karte so ein kleiner Boni. Na, die hat zum Beispiel der Oxygen, hier Sauerstoff, David, noch ein bisschen optimiert. Und die hat man dazugegeben. Und für so ein Fahrzeug, so roundabout einen knappen Euro, ich glaube, da kann man sich echt nicht beschweren. Klar, die Karte ist vielleicht jetzt nicht jedem's Geschmack und die ist vielleicht nicht so perfekt und gut und was weiß ich. Aber das DLC handelt in meinen Augen um das da hinten und die Geräte sind richtig cool. Also die fallen mir wirklich sehr, sehr gut. Und da hat sich das schon gelohnt, finde ich. Darf jeder natürlich eine Meinung haben, wenn ich die auch nicht ganz nachvollziehen kann. Aber hey, es ist einfach heutzutage so, dass jeder seine Meinung kundtun darf. Und es ist auch gut so. Und man muss halt damit zurechtkommen, dass es halt auch andere Meinungen als die eigene gibt. Heimatzack. Oh, da muss ich wieder beim Bürgermeister vorsprechen. Die stecke man nachher einfach wieder rein und dann ist gut. Ich hoffe, der Arbeitsschritt ist soweit richtig, was ich jetzt hier gemacht habe mit Güllen und jetzt hier mit der Direktsaat. Ich könnte es mir vorstellen. Wahrscheinlich müssen wir irgendwann in einem Jahr hier mal pflügen, um hier wieder ein bisschen den Boden aufzulockern, dass er nicht zu sehr verdichtet ist. Ja, der nächste Schritt wird dann irgendwann Richtung Fahrgassen gehen. Ich hoffe, bis dahin, Jomi, haben wir ein bisschen Fahrgassen geübt. Na, wenn wir dann hier noch, ja, keine Ahnung, Mineraldünger oder was da noch drauf kommt. Ich lerne ja momentan in Schritten. Wirklich schrittweise, wie so ein kleines Kind, das zum ersten Mal gehen lernt. Aber es macht Spaß. Es macht wirklich, wirklich Spaß. Und ich hoffe, ich konnte es auch so ein bisschen in meinen Videos zu euch rüber transportieren. So. Der Dünger, nicht Dünger, das Saatgut geht eigentlich relativ wenig weg. Ja. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir machen mal noch ganz kurz ein schönes Foto von der wunderbaren Horsch. Ah, es ist einfach ein Träumchen, ne? So vielleicht. Ist schon schick, muss man schon sagen. Ich habe mir ja früher immer Gedanken gemacht, ob das in Ordnung ist, während dem Let's Play Bilder zu machen, weil das vielleicht viele nicht sehen wollen, aber nee. Ich glaube, euch allen geht es da draußen so wie mir. Es gibt doch nichts Schöneres wie richtig schöne Shots hier von den Schleppern, vom Gelände oder zu machen. Wenn man da am Ende des Tages ein geiles Bild auf Instagram oder so posten kann, das ist doch was Feines, oder? Das ist wie so, man hat richtig schön lange geschuftet und am Ende des Tages kriegt man noch so eine kleine Belohnung, wenn man ein richtig schönes Bild raushaut. Ich mag das. Also ich mag das wirklich, deswegen werde ich da euch auch mitnehmen. Ich bin ja hier der Landwirt, der hier nebenbei noch ein Instagram-Profil hat. Und ja, so wie der Jan nebenher einfach streamen und auch mal gern ein Selfie machen. Why not, ne? Wisst ihr ja.
Der Stein ist hier nicht ganz so ideal, aber es reicht, um einmal umzudrehen. Das hier ist eh kommunales Gelände. Können wir ruhig mal umdrehen. Nun gut, ihr seht, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ich hoffe, euch hat die Folge hier vom Landhof wieder gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das durch einen kleinen Like auf das Video zeigt. Abole kostet wie immer nichts. Und dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, wieder beim nächsten Video hier von der Gallenburg auf dem Landhof. Macht's gut, bis dann, euer Yogi.